Hey Formel 1 Freaks, so wie es aussieht, wird sich die Weltmeisterschaft dieses Jahr zwischen Max Verstappen und Charles Leclerc entscheiden. Es ist das erste Mal, dass die beiden um die Weltmeisterschaft kämpfen in der Formel 1, aber es ist nicht das erste Mal, dass sie allgemein gegeneinander um die Weltmeisterschaft kämpfen. Schon damals zu Kartzeiten haben sie um den Titel gekämpft. Kennengelernt haben sie sich 2010 im Kartsport, als sie beide 12 Jahre alt waren. Sie sind ja beide gleich alt, nämlich 24. Und haben dann 2013 dort um den Titel gekämpft, den Max Verstappen ganz knapp für sich entscheiden konnte. Und damit Charles Leclerc nur Vize-Weltmeister wurde. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn die beiden jetzt in der Formel 1 um die Weltmeisterschaft kämpfen, der höchsten Königsklasse, dann wird sich immer zeigen, wie die beiden miteinander umgehen und wie das Verhältnis sein wird. Eigentlich war es bis jetzt in der Vergangenheit immer so, wenn es um die Weltmeisterschaft ging, dass dann die Rivalität so groß wurde, dass es egal ist, ob es in der Vergangenheit irgendwelche Freundschaften gab oder irgendeine Form von Sympathie zwischen den beiden Protagonisten herrschte. Wir denken da zurück an Lewis Hamilton und Nico Rosberg, die in Kindertagen eigentlich richtig gute Freunde waren, oft das Hotelzimmer geteilt haben, zusammen in den Urlaub gefahren sind und dann, als es in der Formel 1 um die WM ging, dann war da nichts mehr davon zu spüren und auch nachhaltig. Bis heute hat man das Gefühl, dass die beiden sich nicht mehr gut verstehen. Und bei Ayrton Senna und Alain Prost war es ähnlich. Die beiden haben sich zu Beginn, als sie im selben Team gelandet sind, ganz gut verstanden. Aber als es dann mehr und mehr um die WM ging und jeder einzelne Punkt gezählt hat, dann ist die Rivalität immer größer geworden und am Ende haben sich die beiden regelrecht gehasst. Und genau das bestätigt jetzt auch Charles Leclerc in einem Interview, dass das zwischen ihm und Max Verstappen zu Kartsportzeiten genauso gewesen ist. Er sagt dazu: Im Kartsport war es entweder ich oder er und deshalb haben wir uns irgendwann gehasst, weil es sehr oft nicht optimal endete. In welchen Teilen wir als Fahrer stärker sind oder nicht als der andere, weiß ich nicht. Wir haben einfach zwei sehr unterschiedliche Fahrstile. An manchen Tagen gewinnt der eine, an manchen der andere. Aber ich mag es. Und Max Verstappen hat auch was dazu zu sagen. Er sagt dazu: Charles ist auch aggressiv und das sieht man deutlich. Wir haben schöne Kämpfe, aber wir berühren uns nicht. Und übrigens, heute können wir über unsere Rivalität im Kartsport lachen. Ja, Charles Leclerc meinte bezüglich der Tatsache, dass es sehr oft nicht optimal endete, dass oft auch Crashes beteiligt waren im Kartsport zwischen ihm und Max Verstappen. Und wenn Max Verstappen darüber spricht, dass sie sich nicht berühren, dann bezieht er sich wahrscheinlich auch darauf, auf die gemeinsame Vergangenheit, wenn es mal gekracht hat. Und ich hoffe natürlich nicht, dass sie sich berühren, aber schauen wir mal, wie es ausgehen wird. Ich glaube nicht, dass die beiden, wenn es wirklich um die WM geht und wir jetzt noch 20 Rennen vor uns haben, da nicht ein einziges Mal berühren werden im Verlauf der gesamten Saison. Das glaube ich nicht. Da wird es bestimmt die ein oder anderen Crashes geben, denn beide wollen das unbedingt. Und Charles Leclerc ist das erste Mal jetzt auf dem Weg zum Titel. Das heißt, er will es noch mehr. Bei Max Verstappen, er hat gesagt, er ist jetzt etwas entspannter, weil er schon einen Titel gewonnen hat. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dass Max Verstappen deutlich mehr risikobereit ist einzugehen. Bei Charles Leclerc weiß man es noch nicht so genau, denn er hat einmal gesagt, dass er den Motorsport nicht als das Wichtigste in seinem Leben empfindet, weil er eben gemerkt hat, nach dem Tod von Jules Bianchi, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt. Jules Bianchi war ja einer seiner besten Freunde und er ist 2014 schwer verunglückt beim Großen Preis von Japan und das Jahr darauf dann gestorben. Und das hat Charles Leclerc tief berührt und nachhaltig geprägt und verändert. Und ich glaube nicht, dass er bereit ist, genauso viel Risiko in Zweikämpfen einzugehen wie Max Verstappen. Einfach aus dem Grund, weil ihn die Vergangenheit so geprägt hat. Wir werden sehen, ich bin auf jeden Fall gespannt. Das war's zu diesem Thema, ich hoffe euch hat's gefallen. Ich bleib für euch am Ball in der Formel 1, bis zur nächsten Folge. Ciao!